Hallo und herzlich willkommen auf katholisch.de live aus dem Innenhof der Nikolaikirche, hier auf dem 100. Katholikentag in Leipzig. Heute bei uns im Gespräch Erzbischof Hese aus Hamburg. Wir werden uns über das Thema Flüchtlinge unterhalten. Bischof, vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit für uns genommen haben, um dieses Gespräch Gerne. Zu führen. Seit einigen Monaten sind Sie Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Flüchtlingsfrage. Was machen Sie da genau? Also ich bin derjenige, der versucht, zwischen den 27 Diözesen und den Verbänden, die wir in Deutschland haben, ein bisschen zu vernetzen. Das heißt, ich gucke, gibt es Themen, wo Klärungsbedarf ist und versuche dann, die Leute zusammenzubringen, die dann eine Lösung entwickeln sollen. Und das andere ist, dass ich versuche, gute Beispiele, die es meinethalben im Süden gibt, irgendwo nach dem Norden durchzustellen, sodass die also auch davon profitieren können. Also Probleme lösen und Best-Practice-Beispiele multiplizieren. Okay, wie heißt es dann in der Praxis konkret? Sind Sie denn nur für christliche Flüchtlinge zuständig oder ist es religionsübergreifend? Nein. Für alle? Ich bin natürlich für alle Flüchtlinge zuständig. Wir haben ganz bewusst damals gesagt, dass wir keine Unterschiede machen zwischen Christen und Nichtchristen. Wir wollen uns natürlich um die Christlichen und da um diejenigen besonders kümmern, die in schwierigen Situationen sind. Das ist ganz klar, aber wir wollen sonst keinen ausschließen und vernachlässigen, sondern wenden uns gleichermaßen an alle Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Momentan wird ja öfters berichtet, dass es da zu Konflikten zwischen, sage ich mal, muslimische und christliche Flüchtlinge in den Unterkünften kommt. Einige fordern, dass sie getrennte Wohnmöglichkeiten bekommen sollten. Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, wenn das langfristige Ziel Integration ist, ist es nicht gut, wenn man die Flüchtlinge separiert und die einen hier und die anderen dorthin tut. Und unsere Nachfragen auf dieses Problem hin haben eigentlich ergeben, dass man das ernst nehmen muss, dass es das gibt. Aber man kann nicht sagen, dass es flächendeckend in ganz Deutschland, in allen Unterkünften, ganz massive Übergriffe auf Christen gibt. Man muss vielmehr sagen, es ist so, dass da, wo die Situation schwierig ist, also wo viele Leute sind, wo Probleme in den Unterkünften sind, dass da das Fass unter Umständen dann zum Überlaufen kommen kann. Und eine andere Sache ist, dass es oft gar nicht um Religionen geht, die hier vielleicht aufeinander prallen und für Konflikte sorgen, sondern dass es vielleicht verschiedene Volkszugehörigkeiten sind, die schon ihre Geschichte miteinander haben und die kommt dann nochmal so raus. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man nüchtern mit dem Thema umgeht, dass man auf jeden Fall das nicht verharmlost, sondern dass man sich um die kümmert, die wirklich betroffen sind. Und dass man versucht, in den Flüchtlingsunterkünften gute Standards zu haben, damit es gar nicht erst dazu kommt. Das heißt zum Beispiel auch, ein gut geschultes Personal hat, das souverän mit den Situationen in einer solchen Aufnahmeeinrichtung umgehen kann. Aktuell fordern Sie auch, dass zum Beispiel leerstehende Klöster oder kirchliche Einrichtungen den Flüchtlingen als Wohnmöglichkeit zur Verfügung gestellt wird. Eigentlich eine simple Sache. Warum gestaltet sich das so schwer? Also ich fordere das nicht, sondern wir bieten das als Kirche an. Wir tun das sehr gerne, weil wir natürlich versuchen, die Gebäude, die eh leer stehen, für die Flüchtlinge offen zu halten. Bei den ehemaligen Klöstern ist es natürlich so, dass die eine gewisse Baustruktur haben. Also Sie können sich vorstellen, wenn da so früher Mönche und Nonnen gelebt haben, dann haben die ja meistens so kleine Räume gehabt. Und die sind jetzt für Flüchtlingsfamilien zum Beispiel nicht ganz so kompatibel. Deswegen muss man sehen, dass das immer gut zusammenpasst, muss das baulich verändern. Und da gibt es dann Reibereien mit dem Denkmalschutz. Und da setze ich mich eben sehr dafür ein, dass man pragmatische, kluge Wege findet, damit die Gebäude, die wir haben, wirklich den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es noch das Thema Familiennachzug von Angehörigen der Flüchtlinge. Es wird heiß diskutiert, ja, aber wenn man davon ausgeht, dass die Flüchtlinge sich hier integrieren sollen, dann ist es eigentlich auch logisch, dass die Familien, Frau, Kinder und so weiter auch nachkommen können. Was ist hier Ihr Ratschlag für die Politik? Wie sollen Sie damit umgehen? Also ich habe schon mehrfach gesagt und bin wirklich der tiefsten Überzeugung, dass wir die Familien zusammenführen sollten. Das sagen wir als eine katholische Kirche natürlich vor allen Dingen deswegen, weil wir eigentlich immer schon für die Familie eingestanden sind
Und hier bei den Flüchtlingen sollte man Familien zusammenführen und zusammenkommen lassen, auf jeden Fall. Denn wenn Menschen alleine sind, dann ist das eher schwierig für eine Integration. Ich glaube, wenn sie zusammen sind, wenn sie sich als Familie leben, dann ist das gleichzeitig auch ein sehr guter Schritt und vielleicht sogar der beste Schritt, den man tun kann, um Integration zu ermöglichen. Es ist ja so, die Flüchtlingsarbeit lebt ja davon, dass es viele freiwillige Helfer gibt, ehrenamtliche Helfer. Im letzten Sommer haben wir das ja erlebt, dass es da eine Welle der Hilfsbereitschaft in Deutschland gab. Wie ist es denn jetzt? Sind die Leute noch motiviert oder ist es jetzt etwas zurückgegangen? Was ist da Ihre Erfahrung? Nach meinem Eindruck sind die Leute immer noch motiviert und die Begeisterung ist keineswegs gebrochen, sondern die Leute machen immer weiter mit. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich glaube, vieles in unserem Land wäre gar nicht möglich gewesen und wäre nicht möglich jetzt aktuell, wenn es nicht diese Vielzahl von Freiwilligen vor allen Dingen auch in unseren Kirchengemeinden gegeben hätte. Und ich komme aus einem Diaspora-Bistum oben im Norden, da ist es so, dass ich beobachte, dass katholische und evangelische Christen wie selbstverständlich miteinander kooperieren und sich vernetzen und gegenseitig unterstützen, etwa was die Arbeit anbelangt, was die Räume anbelangt. Also wir haben zum Beispiel bei uns am Mariendom lange Zeit den Saal der kirchlichen Dienste freigeräumt, damit da eben Flüchtlinge übernachten konnten, die sonst am Hamburger Hauptbahnhof im Freien hätten schlafen müssen. Und das lief in ökumenischer Verbundenheit ganz selbstverständlich. Nach meinem Dafürhalten ist das bisher nicht gebrochen. Und ich finde, wir sollten vorsichtig sein, dass es nicht kaputt geredet wird. Das wäre gefährlich und damit sollte man nicht spielen. Gut, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem, was für Flüchtlinge momentan getan wird, sei es von kirchlicher Seite oder staatlicher Seite? Kann man da noch mehr tun oder sagen Sie, das, was jetzt angeboten wird, das ist eigentlich schon, das reicht schon? Also zurücklehnen können wir uns nicht. Also es gibt ja immer noch viel zu tun, weil das Problem ja nicht gelöst ist, wenn man jetzt einen Raum hat oder so, sondern es geht um Wohnungen, es geht um den Standards der Wohnungen, es geht um Spracherwerb, es geht um Bildung und langfristig geht es auch um Arbeit. Das sind ja alles Themen, die Sie nicht von jetzt bis gleich abgearbeitet haben, sondern die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das Megathema, was dahinter steht, ist ja dann die Frage, wie kann Integration auf lange Sicht in unsere Gesellschaft gelingen? Und ich bin der Überzeugung, dass das Thema uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird und wir stetig da dranbleiben müssen. Und das ist wirklich so eine Kernerarbeit, die wir jetzt tun müssen, die unsere Gesellschaft prägen wird. Und deswegen müssen wir als Kirche auch alles tun, um dabei zu sein, um wirklich unsere Position einzubringen und vor allen Dingen auch das Positive an Hilfe einzubringen, was wir einfach den Menschen geben wollen, weil es Gottes Ebenbilder sind. Ja, schön. Und jetzt noch zum Schluss, wir sind ja hier auf dem 100. Katholikentag. Der wievielte ist das für Sie? Wie oft waren Sie schon auf so einem Katholikentag? Ich war noch eher selten auf Katholikentagen, aber für mich ist es eigentlich selbstverständlich, als Bischof hier dabei zu sein. Und ich freue mich, dass ich auch aus unserem riesen Flächenbistum eine ganze Reihe von Menschen hier habe treffen können und freue mich, dass hier eben Christen aus ganz Deutschland so einfach zusammenkommen. Eine schöne Atmosphäre und die tut gut. Schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche noch viel Spaß hier ja, auf dem Katholiken. Danke, auch Ihnen und alles Gute. Gottes Segen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, das war's jetzt, aber bleiben Sie dran, denn wir senden weiter live aus dem Katholikentag hier auf katholisch.de.